Einen Traumurlaub auf dem Gaffelschoner Basholm in der herrlichen kroatischen Inselwelt zu erleben, kann auch für Sie Wirklichkeit werden. Die Basholm ist ein einmalig schöner, völlig überholter Oldtimer-Segler mit Gaffelschoner-Takelung. Massive Eichenholzplanken vermitteln Sicherheit und solide Schiffsbaukunst. Das Schiff hat eine Segelfläche von 192 Quadratmeter und ist von dem Eigner total überholt und auf den neuesten Stand gebracht worden. Zur Ausrüstung gehört UKW-Funktelefon, Radar, Echolot, Peilkompass und Grenzwellenempfänger sowie ein Stromaggregat mit 14,5 kW Leistung. Gemütlich ist der Decksalon mit Bordbar eingerichtet und gewährt einen herrlichen Panoramablick. Ein 6-Zylinder Deutz Dieselmotor leistet 340 PS. Ein Mittelgang führt zu den drei Doppelkabinen und den drei Einzelkabinen, die mit Bullauge, bequemen Kojen, Schränken sowie fließend Warm- und Kaltwasser ausgestattet sind. Für die Hygiene sorgen zwei Toiletten und zwei Duschen am Heck des Schiffes. Dann heißt es Leinen los und wir verlassen den Hafen von Trogir mit seiner wunderschönen Altstadt und nehmen Kurs auf Makarskar, wobei wir die Inseln Kvar und Brač passieren werden, mit schönen Buchten und interessanten Häfen. Am Ruder steht natürlich der Eigner und Kapitän Karl Saller, den aber jeder hier auf den Inseln nur als Charlie kennt. Als der Wind auffrischt, heißt es Segel setzen. Und da legt jeder Hand an. Das ist auf einem Segler ganz normal.
Nach dem Einlaufen in den Hafen von Srbosca auf der Insel Hvar gibt es eine Kirche in der Form eines Schiffsbugs und malerische Winkel zu entdecken. Hier weist alles auf die Fischertradition hin. Bei völliger Windstille und Temperaturen um 35 Grad entspannt jeder auf seine Art bei der Fahrt nach Makarska an der Küste Kroatiens. Die Basholm liegt direkt an der schönen Hafenpromenade von Makarska. Die erste Etappe unseres Turns ist erreicht. Jetzt beginnt der zweite Teil unserer Kreuzfahrt mit der Basholm. Von Makarska zurück nach Trogir, entlang der Inseln Brač und Soltau. Auch heute ist kaum Wind zu spüren bei der Fahrt entlang der Küste. Doch Charlie, unser Kapitän, hat den richtigen Einfall. Maschine Stopp, Anker aus und baden in herrlich klarem 26 Grad warmem Wasser. Das ist Urlaub mit der Basholm. Landgang ist angesagt, denn der Bordhund Puma muss auch mal an Land. Und wir sind beeindruckt von dem wunderschönen Panorama. Bei der Weiterfahrt entlang der Insel Brač gleiten die weltbekannten Marmorbrüche an uns vorüber. Dieser Marmor wurde zum Beispiel für den Bau des Petersdoms in Rom und für das Weiße Haus in Washington verwendet. Bei der Einfahrt in diese fjordartige Bucht erkennt man, dass der Hafen in der Nähe der Marmorbrüche liegt. Die Häuser sind fast alle aus diesem Material gebaut. Teilweise sind auch die Dächer mit Marmorplatten belegt. Immer wieder sehen wir kunstvoll gestaltete Einrichtungen, die von den Steinmetzen der hier ansässigen Steinmetzschule geschaffen wurden.
Es ist ein Genuss zu sehen, dass es noch so kunstvolle, schöne Details an Häusern gibt. Im Gegensatz zu den kalten, einfallslosen Betonfassaden unserer Großstädte. Noch einmal, zum letzten Mal machen wir an einem kleinen Hafen fest. Die Basholm ist uns vertraut geworden in den vergangenen Tagen. Und es ist immer wieder angenehm gewesen, nach einem Landgang zum Schiff zurückzukehren. Letzter Rundgang durch den kleinen Ort zeigt den besonderen Reiz dieser dalmatinischen Inseln. Die kleinen, aus Naturstein gebauten Häuser, der fast zugewachsene Aufgang zur Kirche, den Kirchturm, der etwas an einen italienischen Campanile erinnert, die Menschen, die hier noch Zeit haben füreinander. Das alles zu erleben, ist das Besondere an diesem Turn mit der Basholm. Musik.